Der Countdown zu Starfield läuft und Ende dieser Woche ist es für alle Early Access Vorbesteller soweit und wir können unsere interstellare Reise starten. Damit wir problemlos ins Game finden können, gehen wir im heutigen Video noch einmal auf die wichtigsten Punkte ein, die uns in den ersten Spielstunden beschäftigen werden. Ich hoffe, das Ganze gibt euch einen zusätzlichen Überblick für einen reibungslosen Start und wenn ihr künftig keine Guides rund um Starfield hier auf MadMars Gaming verpassen wollt, dann bleibt doch gerne mit einem Abo am Start. Wir starten also das Game und wie wir ja bereits wissen, wird unsere Reise ihren Anfang auf dem Mars nehmen. Auf dem werden wir, so wie es scheint, als Minenarbeiter für das Unternehmen Argus Extractors arbeiten und dann auch direkt dort in die Charaktererstellung geworfen. In der Biometric ID angekommen, finden wir hier 40 Charaktervoreinstellungen, aus denen wir wählen können. Hier erfahren wir auch als kleine Zusatzinformation, dass im Spielverlauf es möglich sein soll, Unternehmen aufzusuchen, bei denen du dann auch im Nachgang nochmal deinen Charakter anpassen oder ändern kannst. Wie das genau dann abläuft, das wissen wir zum Zeitpunkt jetzt noch nicht, aber wir wissen zumindest mal, dass es später auf jeden Fall eine Möglichkeit geben wird. Das Feintuning des Charakters findet nach der Biometric ID im Bereich Body und Face statt, wo ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen könnt und sollt. Wirklich interessant wird es dann das erste Mal im Bereich Background, also Hintergrundgeschichte zu eurem Charakter. Diese bestimmt nämlich nicht nur die Anfangsskills des Charakters, sondern bietet uns je nach Wahl auch eine Auswahl an exklusiven Dialogoptionen. Dabei wissen wir nie wirklich, wann unsere Hintergrundoptionen nützlich sein werden, aber das Spiel zeigt uns an, wann wir eine der einzigartigen Dialogoptionen auswählen können. Wir könnten zum Beispiel mit einem NPC sprechen, der gerade auf der Suche nach einem Bestienjäger ist, einer unserer besonderen Starfield-Fähigkeiten. Dadurch wird die Möglichkeit freigeschaltet, tiefer in dieses Gespräch einzutauchen und eine spezielle Questreihe zu eröffnen. Da die Hintergrundgeschichte nachträglich nicht geändert werden kann, ist es also wichtig, hier sorgfältig zu wählen. Sobald ihr damit fertig seid, erhaltet ihr dann auch, wie erwähnt, drei Starter-Skills, die zu eurer Background-Story passen und die euch im jeweiligen Bereich einen gewissen Vorteil bringen. Gibt es zum Beispiel eine Hintergrundgeschichte, bei der ihr den Ballistik-Skill am Anfang freischaltet, dann erhaltet ihr 10% zusätzlichen Schaden auf ballistische Waffen auf der Stufe Nummer 1. Das Ganze kann man dann auch im späteren Verlauf noch bis auf die Stufe 4 verbessern. An diesem Beispiel möchte ich nur kurz zeigen, dass es also sehr wichtig sein kann, wie man die Hintergrundgeschichte wählt, auch wenn später die einzelnen Skills unabhängig von der Background-Story vielleicht noch ausgewählt werden können. Hat man den Cyberrunner, den Koch, den Diplomat oder sonst eine der Hintergrund-Stories gewählt, dann kommt man auch schon zu den super wichtigen Traits, also den Eigenschaften oder Merkmalen eures Charakters. Im Gegensatz zu den anderen bisherigen Optionen rund um den Charakter können wir aber scheinbar auch auf die Auswahl von Eigenschaften verzichten. Möglich ist die Wahl von bis zu drei optionalen Eigenschaften, die allerdings auch Vor- und Nachteile mit sich bringen. Man muss auch beachten, dass einige Merkmale nicht mit anderen kombiniert werden können. Todd Howard hatte außerdem mal in einem Interview erwähnt, dass wenn man im Spielverlauf mit der Wahl seiner Eigenschaft nicht einverstanden ist oder da irgendwie keinen Bock mehr drauf hat, dass man dann eine Art Quest oder so absolvieren kann, mit dessen Hilfe man dann auch die Traits, also die Eigenschaften oder Merkmale des Charakters für den restlichen Spielverlauf loswerden kann. Wir haben dann unseren Charakter soweit fertiggestellt und verfolgen dann die ein oder andere Mission oder streifen einfach nur durchs Land und sammeln dabei immer weiter Erfahrungspunkte, also XP, und erhalten auch Skill Points für die 5 Skill Trees Physisch, Sozial, Kampf, Wissenschaft und Technik. Mit Hilfe der Skillpunkte können wir dann eine Fertigkeit auf Stufe 1 freischalten und erhalten dann den gewünschten Effekt. Um die nächste Stufe und damit den nächsten oder höheren Vorteil des Skills freizuschalten, muss man dann im Verlauf der Reise durch den interstellaren Raum weitere Herausforderungen, also Challenges, absolvieren. Aber auch für die einzelnen Stufen braucht man neben den absolvierten Challenges dann natürlich auch wieder Skillpunkte, um die Stufe auch freizuschalten. Ich finde das Prinzip der Challenges sehr gut und so hat man einen Anspruch, wenn man zwischendrin zum Beispiel merkt, oh, da möchte man gerne noch was freischalten, um den entsprechenden Vorteil zu genießen. Den Überblick über den veränderten Status der jeweiligen Herausforderungen, also sprich über die einzelnen Challenges, bekommt man dann auch immer aktuell eingeblendet. Welche Skills du gerade am Anfang im Fokus haben solltest, das kommt natürlich auch auf deinen individuellen Spielstil an. Sobald ich aber die ersten paar Stunden im Game verbracht habe und weitere Infos mit euch teilen kann, dann kommt hier natürlich auch wieder
wieder ein extra super ausführliches Video dazu. Für unsere weitere Reise durch Starfield bringt es natürlich nichts, einfach nur gut auszusehen und natürlich auch noch einen Sack voller Erfahrungspunkte und ein Notizbuch voller Challenges bei sich zu haben. Nein, wir brauchen auch eine entsprechende Rüstung und auch Waffen. Bei den Rüstungen gibt es zum einen normale Bekleidung, die wir unter den Raumanzügen tragen. Dann haben wir einzelne Helme, die unabhängig von den Raumanzügen gewechselt werden können. Wir haben Rucksäcke, wie zum Beispiel das Boost Pack. Und wir haben die Raumanzüge selbst in unterschiedlichen Versionen. Die Rüstung selbst hat dabei natürlich auch wieder verschiedene Stats, die beispielsweise vor physischem oder aber, ich sag mal, elementaren Schäden, wie zum Beispiel Elektrizität oder elektromagnetischer Strahlung schützen. Also ich bin mega gespannt auf die einzelnen Rüstungen, auch wenn natürlich hier der Style-Faktor zusätzlich nochmal eine ziemlich wichtige Rolle spielen wird. Da ich zu den einzelnen Rüstungen genauso wie zu den Waffen noch nicht ausreichend Infos habe, folgt hier zu gegebenem Zeitpunkt einfach auch ein separates Video auf dem Kanal. Mir war es an der Stelle nochmal super wichtig, euch mit auf den Weg zu geben, dass wir natürlich auch bei den Rüstungen verschiedene Eigenschaften und auch natürlich Modifikationsmöglichkeiten haben werden, genauso wie das auch bei den Waffen der Fall ist. Auf die unterschiedlichen Waffen im Game freue ich mich wirklich sehr und auch darauf, euch dies in einem extra Guide vorzustellen. Da wir nun für die weitere Reise ausgestattet sind, fehlt uns, bevor wir mit unserem Raumschiff einen Graph-Jump machen können, natürlich noch das Raumschiff. Und bei den bisherigen Möglichkeiten und Gestaltungsfreiräumen, die ich im Starfield Direct Video gesehen habe, muss man schon bald sagen, dass dieser Part rund um die Erstellung des Raumschiffs genauso wie das Gestalten der eigenen Unterkunft auf Planet XYZ schon beinahe ein Game im Game ist. Aber gut, bevor wir uns in Details verlieren, kommen wir zu den wichtigsten Punkten der Raumgleiter. Auch wenn der Entwurf des idealen Raumschiffs in Starfield keine, im wahrsten Sinne des Wortes, Raketenwissenschaft ist, so gibt es einige wichtige Punkte, die man beachten sollte, um seinen Weltraumgleiter den nötigen Schub zu verpassen, den es wiederum braucht, um mit dem Schiff der Träume den Mond, die Sterne und alles andere darüber hinaus zu erreichen. So stehen unzählige Anpassungsmöglichkeiten zur Auswahl, aber jedes Upgrade oder jede Komponente ist nicht nur ein Statboost an sich, nein, das Teil selbst ist dann auch auf dem Schiff sichtbar. Durch die Modulbauweise kann alles zwischen Cockpit und Waffensystem angepasst werden und hier kommt teilweise schon echtes Klemmbaustein-Feeling auf. Neben dem ganzen Spaß, die einzelnen Module in verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten zusammenzusetzen, wird von uns allerdings auch erwartet, dass wir die Stärken und Schwächen unseres Schiffes in Einklang bringen. Denn wenn wir im Weltraum herumflitzen möchten, um beispielsweise Kopfgeldjägern zu entkommen, dann sollten wir unser Schiff möglichst leicht und mit wenig Masse aufbauen. Schiffe mit schweren Cockpits, größeren Waffensystemen und einem stärkeren Schildgenerator sind hingegen träge, aber besser in der Lage, es mit den Feinden aufzunehmen. Als Captain eines Schiffes können wir beim Erbauen theoretisch so viele Systeme wie nur möglich verwenden. Was uns allerdings limitiert, ist in dem Zusammenhang die Stromversorgung und deshalb ist dem Ganzen auch dann irgendwo eine Grenze gesetzt. Sind wir mit dem Zusammenbau fertig und unser Schiff begibt sich ins Weltall, dann ist es als nächstes wichtig, dass wir den einzelnen Systemen des Schiffs entsprechend Energie zuweisen. Dadurch wird die Effektivität im jeweiligen Bereich erhöht, was super wichtig ist, denn wenn man nun auf eine feindliche Flotte zum Beispiel trifft, so kann man entweder Energie auf den Antrieb legen, um den Gegnern schnell zu entkommen, oder aber man verteilt die Energie von den Antrieben auf die Schilde und die Waffensysteme und begibt sich ins Gefecht. Falls man ein Schiff im Kampf ergattert hat, so gibt es dann scheinbar auch die Möglichkeit, das Schiff dann zu klauen und je nachdem, ob es sich um ein registriertes oder nicht registriertes Schiff handelt, kann man dies dann beispielsweise auch in einem sicheren Hafen reparieren lassen. Alles in allem also mega interessant und ich bin schon gespannt, wie sich das dann im Spiel wirklich macht. Aber nicht nur Waffen, Schilde und der Motor sind wichtig, so muss man auch sicherstellen, dass der Treibstoff, der im Schiff Platz findet, auch die Reichweite liefert, um uns ins nächste Sonnensystem zu befördern. Haben wir dann genug Sprit im Tank, dann haben wir im Schiff selbst die Möglichkeit, mit Hilfe des Grav-Sprungs, also per Schnellreise, zwischen den einzelnen Sonnensystemen zu reisen. Denn im Hub, also dem Besprechungs- und Wohnraum des Schiffs, gibt es die Navigationskonsole, mit der wir uns einen Überblick über andere Sonnensysteme und aber auch das eigene Sonnensystem machen können. Dabei gibt es neben den Infos über die Anzahl der Planeten und der jeweiligen Monde auch die Infos, wie es um die Vegetation auf den einzelnen Planeten steht, wie hoch die Gravitation dort ist oder ob wir dort möglicherweise eine bestimmte Ressource, die wir bereits suchen, auch finden können. Auch über Temperaturen, Zusammensetzung der Atmosphäre
oder über mögliche Radioaktivität erhalten wir weitere Informationen, weshalb hier natürlich auch unser Anzug von der Mitte des Videos, den wir da erwähnt hatten, super, super wichtig ist. Auf dem jeweiligen Planeten gibt es dann die Möglichkeit, fixe Punkte oder aber auch frei wählbare Punkte anzufliegen, um dann zum Beispiel auf Ressourcensuche zu gehen. Um in die jeweiligen Sonnensysteme zu gelangen, ist es natürlich dann auch wichtig, das Schiff entsprechend auszubauen. So kann es möglicherweise sein, dass man gerade am Anfang noch nicht ausreichend Credits oder so hat, um dann einen Antrieb im Schiff zu verbauen, der dich dann auch wirklich ins, keine Ahnung, 5 Lichtjahre entfernte nächste Sonnensystem per Graph-Jump bringt. Ich finde, das alles klingt nach einer Menge Spaß, einer Menge Spielstunden und super Erfahrungen, die wir in Starfield machen können. An diesen Beispielen sieht man, dass man sich mit gewissen Punkten im Game etwas genauer beschäftigen sollte. Und wenn du mehr Infos zu Starfield suchst, dann folg doch einfach hier dem Video. Also hau rein und mach's gut.